Ui. Was ein Feini. Einfach mein Bruder, Digga. Ich warte hier jetzt auf Tristan, den Wichser. Unterwegs in der Stadt. Das wird ja noch für Content ausgelöst. Komm, lass. Komm. Wunderschön, Digga. Wunderschön. Wunderschön. Wunderschön, Digga. Wunderschön. München, wunderschön. Wunderschön, oder? Ja. Hauptbahnhof München, Digga. Wunderschön. Wohin fahren wir? Nach Berlin? Lass einfach nach Berlin, Digga. Wunderschön, Digga. Wunderschön. So, wir wollen jetzt irgendwo hoch aufs Dach. Auf geht's. Mach sechs. Hä, wieso? Mach sechs, Digga. Wir haben eine Umhängetasche beim Dönerladen vergessen. Wir müssen rennen. Fuck! Pust! Ich renne! Verwarte! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie ist noch da! Fuck! Oh mein Gott! Alter, ich bin lang. Wir sind so behindert, wir wollen die ganze Zeit irgendwo hoch auf eine Garage oder auf ein Dach. Ich weiß nicht mal, was das hier ist. Ich habe keine Ahnung, er weiß es auch nicht. Wir sind hier einfach und machen irgendetwas. Lesen macht schlau. Lesen ist schlau. So, die Jungs ziehen jetzt noch ein bisschen durch die Straßen, machen irgendetwas, keine Ahnung. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich bin zu müde. Alter Motherfucker, es ist Motherfucking wie viel Uhr? Ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist. Volkan, wie viel Uhr es ist? Es ist 3 Uhr und wir sind hier draußen am Motherfucking Lime. Scan. Fahr mal, Digga. Warte, Pussy. Fahr, Pussy, Kinder. Fahr. Ist es schnell? Oh mein Gott, wie schnell ist es, Digga? Und ich war hier mit diesem Kurva-Kind. Aber warte, ich versuch mal einhändig, okay? Amna, Kurva-Kind, ich mach Unfall, ich schwör. Amna, ich mach Unfall. Amna, das ist nicht wie das andere. Guck, egal, ich mach einfach so, okay? Ihr seht jetzt. Aber scheiß drauf, ich geh jetzt nach Hause, Motherfucker. Was ein Feini. Einfach mein Bruder, Digga. Junge Blatt, was ist das, Digga? Die wollten hier so einen scheiß Familienabend machen. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, wo die sind. Wo ist meine Familie, Blatt, Digga? Die sind hier an fucking Starnberger See. Ich hab keinen Bock mehr, ist so heiß. Ich wollte doch einfach nur Video schneiden heute. Das Video kommt deswegen einen Tag später online. Fucking Scheiße. Wunderschöne Aussicht. Wunderschön. Wow. Wow, Digga, wow. Wunderschön, Digga, wow. Seht ihr dort vorne? Dort vorne ist Berat. Ich treffe mich jetzt mit Berat. Egal, du hast getroffen. Checkt aus, Digga, Freunde. An jeden, der aus München kommt, die wissen Bescheid. Das ist die Isar, Digga. Die sind wir auch schon öfter runtergesprungen. Also hier ist schon eigentlich geil so. Hier haben wir auch vor, in Zukunft irgendwann wieder zu grillen. Wir haben hier im Frühjahr voll oft gegrillt, Digga. Wir haben richtig heftige Grillpartys so gemacht. Das hat übertrieben Spaß gemacht mit den Jungs. Ja. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie wir hier runtergesprungen sind. Moritz, schau uns Wasser an. Grün as fuck, Digga. Aber haben wir einfach gemacht. War schon lustig, Digga. Oh.
bin neu aufgewacht. Ich habe nicht mal gefrühstückt. Jetzt geht es zu Edeka. Ich wurde mal beschuldigt, in diesem Edeka geklaut zu haben. Was ich aber nicht gemacht habe. Und dann durften wir direkt wieder gehen. Frühstück, check. Schmutzige Schuhe, check. Die werde ich heute putzen, check. Jetzt gehen wir in die Stadt, check. Chat, seid ehrlich, irgendwie hat das was. Aber ehrlich, Digga, somit. So, verstehst du? Irgendwie hat das was, Digga, ich weiß nicht. Hey, for real, so. Guck mal, ich war for real am überlegen, nicht zu holen, aber 10er. Es hat nur 10 Euro gekostet und dann dachte ich mir so, ja, 10er, wieso nicht? Ich bin ein Euro-Shop. Ich werde mir diese Brille kaufen. Dann habe ich Drip. Guck mal, ich habe diese driphafte Sonnenbrille gekauft, weil ich einfach jetzt zu viel Drip habe. Und dieses Feuerzeug, obwohl ich nicht mal rauche. Oder ist es jetzt ein Leak? Nein, auf Ernst, ich rauche nicht. Ich wollte es einfach haben. Keine Ahnung. Da steht Mexiko drauf. Es schaut schon driphaft aus. Und die Sonnenbrille. Jetzt bin ich so ein Superstar. Bitte keine Fotos. Bitte heute keine Fotos. Komm, Ali. Das ist Ali. Scheiß drauf, Ali. So, das ist jetzt der Laden. Ich habe keine Ahnung, was sie da verkaufen. Sowas wie Churros oder so. Und ich werde mir das jetzt einfach holen und dann sagen, wie es ist. Sieht geil aus, Digga. Hallo. Hallo. Alter, yo, das schaut schon geil aus, aber ich weiß immer noch nicht, was es ist. Egal, wir probieren es jetzt, okay? Jetzt Stunde der Wahrheit. Wir nehmen mal noch eine. Ich check's nicht. Ich check einfach nicht, was es ist. Ja, aber schmeckt schon geil. Kann man machen. Komm, noch eine für euch. Mach Mund auf, komm, mach Mund auf. Bruder, wenn Leute sehen, was ich hier mache, dahinter fragt sogar ich selber, warum ich die Schule abgebrochen habe. Komm, lass es. Hey, Bro, check. Yeah, man. Ich habe eine neue Matratze. Goddamn, what the fuck? What the fuck? Ey, ey, yo, yo, nein. Digga, Mann. Mein PC ist umgefallen. Guck mal, meine Elgato. Digga, Mann. Bro, Digga, ich hab 102...